Hallihallo und herzlich willkommen zu einem Let's Show von Path of Exile. Ich habe hier meine Rangerin. Die habe ich einfach mal Ranger Monika. Monika ist einfach der Frauenname meiner Charakter. Hat sehr viel MF und 27. Und ja, der Damage ist ein bisschen tiefer runtergegangen um 200. Ich habe hier das Stärke-Equip sonst noch. Wo ist der Rest? Der Gürtel habe ich noch. Ja, das ist der Rest. Dann habe ich gar nicht ausgetauscht. Ah ja, die Ringe noch. Hier und hier. Jo. Hier habe ich einfach viel MF reingetan. Leider bin ich noch nicht Level 50, weil auf Level 50 habe ich noch ein gutes Amulett. Und hier dieses Quantity. Auf Level 48 sogar schon. Aber ich muss unbedingt noch ein paar Items finden. Dann gehen wir auf Normal. Wir können auch auf Cruel gehen, noch 2. Aber naja, die Gegner sind einfach zu zäh zum gut MFen. Ich könnte auch die Quest mal machen. Sonst keine Quests. Da noch. Hier kann man das abgeben. Eine Quest abgeben. Mal schauen. Na, wo ist hier? Nix. Ah, hier. Wherever he is. Dialekt ist gerade ein wenig. Ein Skatebuch. Tread carefully, exile. Sehr gut. Falscher Knopf. Ich wollte ein bisschen live stacken. Zeig mal. So geht das nicht. Na ja, egal. Ich wollte das stacken, das sind 8. Also das nehmen, das sind 18 plus 16. Ja. Nehmen das. Können es noch nicht. Und dann wollte ich hier noch die 2 nehmen. Hier rüber. Hier das Attack Speed, die Resistenzen. Und dann wollte ich hier noch mit der Adaption. Ich weiß nicht, ob ich hier hochgehen soll, ob es überhaupt bringt mit dem Lightning Arrow hier die Stun-Chance. Also nur 10%, 20% Chance. Das ist zu wenig, um hier hochzugehen. Man besiegt Gegner sowieso schnell, da bringt es nicht. Noch ein bisschen Chance haben. Ah, wir haben noch einen Skillpunkt. So, gut. Also machen wir zuerst mal die Quest. Und dann gehen wir in die Fallruinen. Und suchen dort nach Items. Zeig ich mal, wie meine Rangerin abgeht. Komm, laden. So. Clarity anmachen. Wir können nach Hast anmachen, aber da können wir nichts spammen. Und es laggt. Ja, ich muss Minecraft beenden. Moment kurz. So, jetzt laggt es nicht mehr. Ja, der Attack Speed ist schon groß. Gut ab. Viel besser als diese Spectral Throw. Shadow, genau. Also ist die Hölle. Sonst war es ja nicht immer nahe an der Stadt. Aber es ist eben zufallsgenehm. Na, Hölle.
Ah, das ist der Boss von diesem Gebiet. Das ist der Boss, der immer da ist. Gibt sonst noch bestimmte Krieger vom Pakt. Also von den Bösen. Aber die sind nicht immer da. Die sind extrem stark. So. Das sieht man fast nicht. Ja, irgendwas lägt hier. Ah, hier ist die Höhle. Liegt wahrscheinlich am Gebiet. Ja, man tötet eigentlich relativ schnell. Das sind nach lowlake Gegner. Aber so ungefähr so schnell kill ich auch mit dem normalen Equip. Da Prozent elementarer Schäden drauf ist, macht es noch sehr viel Damage. Extra Damage, wo gar nicht angezeigt wird. Und durch die Blitze, die vom großen Blitz runterkommen, macht diese Pfeil mehrmals Schaden an einem Gegner. Und schlägt er von der Gegner über. So. Wir suchen den Teddybär. Der kleine süße Teddybär. Na, wo ist er denn? Nicht der. Er ist nicht so süß. Eine komische Höhle. Komische Form. Da ist auch nichts, müssen wir nach rechts. Also wieder zurück zum Eingang. Und dann nach rechts. Ja, hier ist nichts, aber hier. Schminnen. Ah, hier ist der Teddybär. Und Orb of Trumpets Mission. Ah, Mutation. What troubles you bring now? Zuerst identifizieren. Können wir in die Gegentruhe machen. Wir haben nämlich Resistenzen. So. Der andere Schrott. Hierhin. So. Wir nehmen Stärke. Und Schrott. You help us. And we help you. Also gehen wir in die Fallruine. Und besiegen dort einen Boss nochmal. Also der Akt-Boss vom Akt 2. Und hier sind die Toten. Kann man einfach durch voran fallen. Kann den Fluch Projektil Weakness einsetzen.
Können wir das machen, nach durchbohren? So. So nervös, du bist. Na, das ist ein unbesiegbarer Totem. Die Gegner überleben dann mit einem HP. Ist ein bisschen unfair. So, und hier drüben ist nix. Ne. Wir müssen da, glaube ich, durch vier Ebenen gehen. Die, glaube ich, immer kleiner werden. Und dann sind wir beim Boss. Der Boss hat sich, hat's in sich, der hat mehrere starke Angriffe. Da möchte ich den nicht gerne in Ock 2 cruel machen. Aber es gibt mehrere Gegner, die auch so gut sind. So. Und hier sollte irgendwo die Treppe sein. Genau. Und jetzt kommt die zweite Ebene. Eigentlich immer auf die andere Seite, gegenüberliegende Seite gehen. Also schräg. Dann habt ihr gute Chancen, die Treppen zu finden. Zum Beispiel hier. Können wir einfach wieder hoch. Und Superior Fast Projektil. Okay, gut. Hab schon die normalen. Ohne Superior. Jetzt habe ich die Superior, die haben immer Qualitätssteigerung. Sein. Kann auch direkt irgendwo gegenüber sein. Aber ich denke mal irgendwo hier. Ja, bei diesem Bild müsst ihr schauen, dass ihr gute Magie-Regeneration habt mit Clarity, weil es kostet immerhin 19 Schuss und man greift relativ schnell an. Ich bin momentan nicht so schnell, aber man kann dann sehr schnell werden. Ich habe noch keine Handschuhe mit der Deckspeed. Und sonst hier Unique nachher noch nicht. Mal die Gegner besiegen, bevor wir raufgehen. So. Also. Letzte Ebene. Die Tore gehen auch mal nicht auf. Ich habe hier drauf geklickt. So. Und hier sind noch Champions. Also kein Problem. Schöne Gegend zum MFN. Gefällt mir richtig. Und Barake, aber habe ich schon ein paar Mal. Ich nehme es mal auf in die Kiste, in die Gegenkiste. Die nehmen es gern, mach mal an. So, jetzt stehen wir beim Boss.